Übrigens, du wirst diesen Aufzug und diesen ganzen Weg noch so oft rennen, dass du ihn irgendwann auswendig kannst. Ich warne dich nur vor. Danke. Ich kann den Weg auch jetzt auswendig. Ja, aber du weißt, was ich meine. Und später wirst du diesen Weg auch noch gehen dürfen mit einem netten Hintergrundgeräusch. Das werde ich dir aber nicht sagen. Weil das Labor in Luft fliegt und die Zeitansage läuft, oder wie, oder was, oder wie? Nicht ganz. Okay. Also einfach so unglaublich stereotypisch, wenn das passiert wäre. Und so ein bisschen. Nein, du hast unsere geheime Forschung entdeckt. Du musst sterben. In 5 Minuten. Eben. Wenn man es nicht rausschafft, ist Game Over. Und dann stellt sich heraus, dass der Sprengstoff doch eine Fehlzündung hatte. Eben. Game Over bist du dann trotzdem. Wieso? Weil es geht. Das wäre langweilig, dann wäre der ganze Progress ja verloren gegangen. Vom letzten Speicherpunkt an. Ach was. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert. Ich glaube wirklich, dass das der schnellste Weg zum Heilen ist. Ich will eine Turbo-Taste. Gibt's hier nicht. Alter. So. Einfach mal, weil es geht. Mal schauen. Ja, Wablo kommt auf jeden Fall raus. Was habe ich denn noch halbwegs Starkes? Postelka. Und Skagler. Was macht da mehr Sinn? Oder Ledian? Auch nehmen. Du hast einfach nur so. Imp. Kannst du auch Arialas nehmen? Oder. Also ich habe Kaifle im Team momentan. Bei mir. Okay. Pudersand, okay. Was, findest du das schlecht? Ich finde den Namen einfach komisch. Ist halt ganz, ganz feiner Sand. Hm? Gut, habe ich sonst was, was ich austauschen möchte? Eigentlich kann ich Mantax langsam mal rausnehmen. Kannst du schon. Aber was willst du dafür einsetzen? Dann bist du komplett Wasser ausgesetzt. Und mit Kaifel haben wir das Problem, dass wir zwei Dings haben, zwei Eis-Pokémon. Was? Ich nehme da zwei Eis. Nibel und Mantax. Die zwar beide keine Eisattacke bis jetzt können, aber. Oh ja. Ah, ist deine Entscheidung. Eintierisch müsste ich bisher nochmal austauschen. Aber ich will irgendwie nicht. Das ist dann noch so ein bisschen was Nostalgie. Mhm. Zumal eben Psycho, ne? Haben wir, glaube ich, sonst gar nicht. Ja. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Fall, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Nachtara schon vor einer Weile rausgeschmissen. Gut, Nachtara ist halt noch halbwegs stark. Nachtara ist bei dir einfach wirklich besser als Psyana. Bei mir hat Psyana eben die ganzen Boosts gekriegt. Ja, bei mir ist Psyana eigentlich von Anfang an besser gewesen. Nur dadurch, dass es immer als erstes 13 Level zurückhängt. Sagen wir, du kämpfst halt ein bisschen rückgratloser, will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen offensiv orientierter. Ja, keine Rücksicht auf Verluste. Ja, da gehe ich einkaufen, kauf mir die Supertränke. Mach ich das dann am besten? Weil ich glaube, einen Shop haben wir hier irgendwo nicht in der Nähe. Shop ist grundsätzlich nur, ja, entweder Fennec oder oben, eben, oder eben dein toller die Lok. Ja, verkauft er auch die neuen Sachen? Ich bin mir nicht sicher, aber du kannst auf jeden Fall Superbälle einkaufen. Nachsehen, ja, die brauche ich sowieso. Das ist so unglaublich interessant hier. Kann ich Spannung kaum aushalten. Das gar Schild nicht. Ist, das Schild ist immer noch frei hängend. Guten Tag. Hallo, Mr. Typ. Wenn. Hallo, so, jetzt aber. Ich
So, ganz viel Kram, super bald hier. Reicht. Du hast nicht so viel Geld, aber okay. Okay, doch, es geht noch was runter, also. So, mal schon, für bald, ja, 2 nochmal. So, Nestball, Tannenball und so weiter. Da ist der Hyperheiler. Wo ich das ein Hypertrank bin überhaupt? Es gibt Trank und Heiler. Ja. Stimmt, ja. Tränke hat er nicht. Ja. Wenn du das ganze Warenangebot willst, solltest du wohl auch in Retail fahren. Ja, muss ich wohl. Muss ich mal vorstellen, was das hier für Reisen sind. Ja. Ich meine, es gibt ja keinen direkten Weg, Luftlinie. Man muss dann durch Pyrrhotus und so weiter noch dahin. Auch wenn ich gerade die ganze Zeit so kleine Mikroteleports mache. Ich überlege gerade, eigentlich wäre sogar. Ja, ey. Orkus sogar ein späterer Shop als der hier, oder? Ja. Ja, aber... Supertrank kriegst du hier auch, also... Ich hab Supertrank? Wo hab ich Supertrank? Das heißt, du hast sie einfach übersehen. Wahrscheinlich. Hm. Aber zu meiner Aussage von wegen... Das ist alles Müll. Meine Aussage von wegen, es gibt hier eigentlich... 20, 50, 60, 80, 100, 200. Ja. Kannst du die alle benennen? Kleines Quiz. Ja, 20 ist der normale Trank. 60 ist dann der Supertrank. Was kann er nach 80, glaube ich? Du bist irgendwas schon falsch. Bin ich schon, okay. 50 ist der Supertrank. 50 ist der Supertrank, okay. Gut, 60, 80, Fällt mir so konkret gerade nichts zu ein. Was irgendwie annähernd in die Richtung gehen könnte. Weil... Samen und Beeren haben wir hier nicht und selbst wenn, wären die, glaube ich, um einiges schwächer. Die sind auch meistens 20. Was ist dieser Kräuterkram, da war ja noch irgendwas. Auch nicht, die heilen dasselbe wie die drei Standardtränke. Okay. Und für 100? Nö, keine Ahnung. Kumu-Milch. Okay, wie soll ich da bitte drauf kommen? Ich habe noch nie irgendwas gespielt, wo Kumu-Milch vorkommt. Kann man ja nicht wissen. Will ich gerade, in welchem Spiel wurde das eingeführt? Ich meine, das ist sowieso das erste richtige Pokémon bei sich Spieler. Naja. Ich meine, 20 sind eben auch die Beeren und das soll die Beerensaft später, das ist halt auch 20 und so. Wir haben euch schon zu lange gewähren lassen. Mhm. 4. Dann finde ich es eigentlich armselig, dass ich selbst als Knechte bezeichnen müssen. Aber naja, Das ist der Fetisch. 50 ist eben Supertrank. Und, vielleicht könnt ihr das einen Tipp geben, Tafelwasser. Tafelwasser ist auch 50. Okay. Aus dem Getränkeautomaten. Gut, dann wird es wahrscheinlich noch irgendwelche Limonaden geben oder Mineralwasser. Eben. Tafelwasser ist 50, Sprudel ist 60, Limo ist 80. Okay. Und Tafelwasser kostet übrigens um einiges weniger als ein Supertrank. Ich glaube sogar nur die Hälfte. Okay. Aber gut, halt der einzige Getränkeautomat in dem Spiel ist in Orkus hinten in der Ecke, glaube ich. Oder der einzige, den wir bis jetzt erreichen können. Gut, dann gehe ich da gleich nochmal hin nach diesem Kampf, beziehungsweise beim Aufheilen. Und du musst immer so einen schönen langen Dialog mit dem Getränkeautomaten erhalten, um eine einzige Flasche zu kriegen. Ist ein bisschen unpraktisch, deswegen mache ich das so ungern. Ja, so, mal schauen. Bis geheimen Power, worauf überhaupt?
alles umpassen, glaube ich. Ja, einfach drauf. Nö. So ein Sternschauer hat, glaube ich, eine geringe Trefferchance, ne? Sternschauer hat sogar, glaube ich, eine recht hohe Trefferchance, aber einen geringen Schaden. Okay. Wenn nicht sogar so ein Fixschaden, bin ich mir nicht gar nicht sicher. Obwohl, in irgendeinem Spiel war das so, aber ich weiß echt nicht mehr. Keine Ahnung. Wie kann das eigentlich sehen mit diesen riesigen Fängen vor den Augen? Das macht so keinen Sinn evolutionstechnisch. Schau genau hin. Die sind dazwischen. Ja, trotzdem haben wir noch so einen Tunnelblick dann. Das ist ja einer. Einfach mal das Maul aufreißen, dann sieht ihr wieder alles. Naja. So. So, und passt auch nicht wirklich was rein. Glaube ich, oder? Ja, kannst einfach Sneebel oder Keifel reinpacken, einfach nur damit sie ein paar Punkte kriegen. Pack ich Keifel rein, weil das noch mehr tankt als Mantax. Zumindest von den LP, die ich hier sehe. Ja, das schon. Es ist so ein, glaube ich, kleiner Vergleich zu mir. Müsste das nicht irgendwie knapp 3 Meter groß sein? Nö. Was du meinst, ist Mammutel. Das könnte sogar sein, ja. Keifel war bis zur 4. Generation die letzte Entwicklung. Stimmt, ja. Sag nicht stimmt, wenn du es gar nicht genau weißt. Ich weiß, dass Mammutel erst ganz viel später kommt. Und jetzt kommt Kryptoschlag, oder? Ja. Nun ja, ich wollte eh keinen Granbull haben. Ja, dumm von dir, aber okay. Wieso? Das ist auch, glaube ich, nur Unlicht, oder? Granbull ist nicht Unlicht. Sondern? Wusste ich nie genau. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar nur Typ normal, aber halt recht stark. Oh, wie Mund hier. Ich weiß nicht, ob es nur normal ist oder normal Kampf. Ach ja. Schon macht weiß ein bisschen mehr Sinn, ne? Mhm. Ich weiß bei Mund hier eben nur, dass ich Mund hier in Rubin Saphir beim Arenaleiter, also beim eigenen Vater in dem Spiel als Arenaleiter, so unglaublich gehasst habe in jedem meiner Durchgänge in diesem Spiel. Einfach so unglaublich stark und abartig und asozial. Dann holt er immer seinen Leta King raus, was einfach auch unglaublich stark und asozial ist, aber wenigstens nur jede zweite Runde etwas tut, weil es einfach so dumm ist und diese beste Fähigkeit von allen hat. Nämlich Lethargie. Ja. Glaube ich, heißt das. Ich weiß nicht, ob die Fähigkeit überhaupt so heißt, aber das ist ungefähr das, was er tut. Er tut einfach nur jede zweite Runde was und eine ist er komplett pausiert. Okay. Was hast du vor? Supertrank suchen. Da unten. Gefunden. Das ist hier nicht automatisch sortiert. Das wird hier eine Reihenfolge angegeben, wie du es gekriegt hast. Okay. Whatever. Vipsiana vielleicht mal rausnehmen. Mhm. Vipsiana genau nach da rein. Wow. Und raus ist es. Das geht schneller als erwartet. Aber um so ein kleines Zeitverhältnisgefühl zu kriegen. Haben wir wieder ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ja, vor ein paar Tagen offiziell Saphir und Rubin als Remake angekündigt. Weiß jetzt jeder etwa, wann wir das aufnehmen. Und ich freue mich. Ja, tut er. Wie so ein Honigkuchenpferd. Ja, wann ist Kaffee eigentlich in den Vogelmodus gegangen? Gar nicht bemerkt. Das ist mir auch neu. Ich habe nämlich gerade geredet und dabei auf meine Eisteeflasche geschaut. Okay.
So, in der Flasche. Wow, richtig edel. Ja, ja, ne? Kaffeeflasche. Super 3D und so weiter. Ja, wenn das alles wirklich so ist, weil, also damit hat ja keiner gerechnet. Hm. Gerechnet hat man entweder dieses Jahr mit eben der 6. Generation oder einem Remake, in diesem heiß erwarteten Remake von der 3. Und nachdem dann die 6. Generation so hochgehypt wurde und dann auch recht früh rauskam und voll super toll und so, und ich muss ja sagen, ich fand die ja super. Von der Grafik her vor allem. Von der Grafik her, ja. Von der Story hier richtet sich Pokémon nach und nach wirklich immer mehr an die jüngere Generation, das merkt man schon. Was heißt, oder ich bin einfach älter. Ja, das ist, glaube ich, das Wahrscheinlichere. Aber von der Story her trotzdem. Ausgelegt ist immer dieselbe Zielgruppe zu haben. Wenn du wüsstest. Deswegen altert Ash ja auch nicht. Ja. Poképark Wii ist so ein Kleinkinderspiel. Gut, das ist aber auch Poképark. Das ist kein normales Pokémon. Muss ich eigentlich auffallen gehen? Und während man dir sagen muss, dass zum Beispiel Mystery Dungeon Zeit und so schon fast jeder nur für die ältere Audienz sind. Nicht nur, weil, ne, jeder kann daran Spaß haben, aber ich meine von der Story her. Gut, das ist halt Mystery Dungeon. Ich rede jetzt wirklich von den Straight-Pokémon-Spielen. Ja, komm. Ja, das sind ja wirklich eher so Spin-Offs. Das hier ja eigentlich auch. Eher so, das sind Spin-Offs. Eben. Aber nachdem wir wieder abgeschweift sind. Ja. Omega Rubin und Alpha Saphir, glaube ich. Nicht Alpha, sondern doch Alpha. Was toll ist, weil es beides in den Strukturen der Legendären drin ist. Von Groudon und Kyogre. Echt? Mhm. Das Omega ist in Groudon irgendwo drin, ich glaube in der Klaue. Das Alpha. Weiß ich gar nicht. Alpha-Zeichen sind hier wirklich irgendwo drin. Doch, ich meine schon irgendwo. Müsste man sich mal genauer ansehen. Eben. Ich muss jetzt sagen, dieses 3D-mäßige, was noch nicht zu 3D ist. Klar, Pokémon muss von der Grafik wirklich auch voranschreiten, damit es aufhalten kann. Also. Ein bisschen daherkommen kann. Und dass sie nicht zu weit gegangen sind, gleichzeitig mit dieser einen Edition, fand ich schon wirklich gut. Das letzte war ja irgendwie wirklich noch mehr oder weniger dieses Standard-Teil, was ja mit Diamant und Perl so auf den DS hochgeschoben wurde extra. So von dem Pixel-Style weg, so ein bisschen auf mehr Pixel. Auf hochauflösendere Pixel. Und diesen Stil so ein bisschen geändert. Den dann beibehalten. Weihnachtstag kann ich eigentlich drin lassen. Jetzt muss ich reinnehmen. Ja. Dann eben dieses 3D-mäßige, dass die Personen wirklich ein bisschen als Personen dargestellt sind, wirklich mit Körper. Gut, immer noch der Kopf viel zu groß, aber das ist einfach auch ein Markenzeichen. Ja. Was nehmen wir hier, Sarius oder Griffel? Und die Pokémon-Kämpfe in 3D einfach. Gut, das ist sowieso ein tolles, super Argument. Wenn du mich fragst, würde ich einfach nur als Experiment mal Ariados oder Fostelka mitnehmen. Fostelka habe ich auch noch, stimmt. Ariados. Weil manchmal Gift und Gift habe ich noch nicht drin. Klar, ich meine, das Team ist echt unglaublich unausgeglichen, was du hast, ne, aber... Egal. Normalerweise so Standarddeck bei mir ist bei Pokémon meistens irgendwie in den Pokémon verteilt Feuer, Wasser, Erde, Flug, Boden, Elektro. Okay. Möglichst mit Doppeltypen, damit man mehr abdecken kann, aber halt so ist das eigentlich so mein Hauptteam. Ich weiß nicht warum, das habe ich mir angewöhnt, damit kann ich gut arbeiten. Ja, so ausgeglichen habe ich es ja in Turmon auch. Oder ja, Puppet Play, wie es ja eigentlich offiziell heißt. Ja, offiziell kannst du nicht sagen, das ist nichts Offizielles. Doch, das ist ein offizieller ROM-Hack. Ja, und das macht das schon wieder inoffiziell. Offiziell heißt Public Release. Das ist ja Publik, kann sich jeder runterladen.
Nein, du aber. Du legst es drauf an. Es wird halt von der Autorin und. Hat sie ein Thema? Weiß ich gar nicht. Eben als Puppet Play bezeichnet. Aber weil es blöd klingt an, für Leute, die es nicht kennen, als halt Tohumon. Ich weiß. Und es hat einfach so tolle Musik. Ja. So. Gut, also es ist immer noch nichts wirklich Eindeutiges zu den beiden neuen rauszukommen. Oder wie? Ja, nicht wirklich. Die. Noch gibt's ja nicht viel zu, also. Jetzt am Sonntag soll in irgendeiner Sendung in Japan irgendwie so erstes Videogame-Footage angezeigt werden, wenn auch nur so stichpunktweise oder so, keine Ahnung. Noch eine NS-Probe, okay. Ja, das sind 3 Stück, die du mittlerweile haben dürftest. Ja. Ich glaube, mehr brauchst du auch nicht. Gut, das heißt, du wirst hier das Transkript nochmal durchlesen oder so, hm? Was? Transkript von der Sendung. Ja, das wird auf meiner tollen Infoseite ja eh wahrscheinlich komplett abgedruckt werden, also kann ich mir das durchlesen, ja. Gut, ja. Willst du Werbung für die Seite machen, weil das so viel Sinn macht? Klar, das werden wir ja auch so unglaublich Pisa-Fans. Jo. Einfach mit dem Satz abbrechen und den Namen nennen. Hm. Ist so. Ja, weiß ich nicht, ich glaube Markus kennt die schon oder auch nicht. Ach, was weiß Übrigens, ich. Übrigens, hallo Markus. Hi. Ganz spontan.